Bis. Hallo und willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Letzte Folge sind wir hier stehen geblieben. Wer es nicht gesehen hat, schaut euch die letzte Folge an. Kannst du das hacken? Digga! Zweite. Ja, dein armer Scomp-Anschluss. Aber du gegen die Bockratte? Mutig. Wo willst du hin? Und ich finde es sehr erhalten. Ah, okay. Mut und Weisheit 2. Ah, nee, was? Kann ich die noch nicht? Okay. Ich kann die noch nicht. Okay, wo müssen wir jetzt genau hin? Ah, dort noch drüben. Ah, jetzt wieder hier. Aber hier kommen wir ja gar nicht weiter, ist ja das Problem. Was das, wo mir nicht aufgeht, ne? Was haben wir da? Echo. Jemand hat hier gelagert. Sie hatten ganz in der Nähe eine riesige Kreatur entdeckt. Sie nannten sie Beinok. Beinok? Das ist die Kreatur dort. Wie kommen wir hier auf diese Seite dort? Hä? So null Ahnung, wo ich jetzt hin muss, ne? Gerade. What the fuck? Je, du bist auch, ne? Aber hier ist eine Truhe. Öffne mal die Beine. Oh, okay. Irgendwas brauchbares? Oh. Ja, zieh mir mal an. Hallo, haben wir auch schon verschiedene. Minimal den gelben. Ah, what? Jo. Okay, das hätten wir mal, ne? Aber jetzt müssen wir irgendwie zu diesem Gewölbe kommen, bitte. Aha. Aha, jetzt kommen wir dahin, wo... Ach du Scheiße. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Den Drecks ends, Alter. Ah, ich könnte, der kommt dann im Notfall, denke ich. Ja. Au! Ah je, ich hätte schon erhalten. Was hast du? Da können wir noch nichts machen. Ach du Scheiße. Aber sie verkommen irgendwie zu der Truhe da drüben. Oder wo war die? Da ist ein Aufzug. Aber wir können den Wandsprung noch nicht machen. Aber ich komme hier nicht weg. Ach komm, was ist jetzt das? Für ein Dreck. Ah, Scheiße, hier. Ah, fuck.
Kampffähigkeit. Gut. Cosmox Summe erhöht sich. Ich glaube, das ist wäre nice, ne? Oder Machtabstimmung. Cosmox Summe Macht erhöht sich. Das wäre natürlich auch geil. Sprintattacke. Ich glaube, Leben ist. Ist gerade wichtig. Maximales Leben erhöht. Gut. Dort ist auch noch was. Okay, okidoki. Jo. Okay. Okay. Wir schauen zuerst hier kurz. Alter. Ja. Scanner. Was scannst du jetzt? Parafisch. Ich seh's mir an. Ah, okay. Ich komm da nur mit dem Wandlauf hoch, ne? Okay. Vielleicht müssen wir einfach mal weiter. Siehst du was da drin? What the fuck? What? Versuch's erneut. Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündetem. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Okay. Schneller, mehr Intensität. Jetzt, komm her zu mir. Wandlauf. Mit Beharrlichkeit und der Macht als Verbündete. Ich erinnere mich an alte Tricks. Okay, Leute, Moment, bevor wir da weitergehen, ich gehe noch mal kurz zurück. Ja, endlich. Zeigst du mir die Abkürzung noch mal? Ah, ah geil, jetzt werden uns Wege freigeschaltet. Da hoch. Aha, perfekt, da kommen wir raus. Alles klar. Ja, nice. Gut, Leute. Das ist eine Kiste. Ich will die doch. Aha. Ich dachte schon. Yes. Da war aber nur eine Kiste. Ich will dort reinspringen. Die habe ich gesehen, da oben. Ja, okay, wir haben es überlebt. Perfekt. Geil, 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 Leute. Okay. Was ist das? Schalter erhalten. Mutter und Weisheit. Alles klar. Gut. Und jetzt können wir hoch. Auf geht's. Die große Kluft. Ja.
Alter, ich hab mich jetzt voll erschrocken. Ja, Alter, ich kann nichts nicht mal dagegen machen, bevor... Da greife ich da schon an, wie... Also ich könnte blocken. Ah, bin ich blöd. Okay, auf geht's. Auf nach oben. Okay, hier geht's eins rüber und dann können wir dort doch Wandlauf machen. Gut. Los geht's! Ja, Mann. Ja, Leute, wir sind bei der Kluft. Wettrennen? Oh, dann los! Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Gut. Wir ruhen uns nochmal aus. Und weiter geht's. Gewölbe. Mal schauen, was uns da erwartet. Wahnsinn. Jo. Ein Scan? Geht's dir gut, BD? Gut gemacht. Wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen verschlüsselten Logs gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthalts junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Weißt du, ich war allein und das... Tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey, kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Ich
einmal vor langer Zeit. Reiseziel freigeschaltet, Zephyr. Ich habe gefunden, was ich sehen sollte. Yay! Hört sich ganz so an. Wir warten. Mal die Karte. Alter. Okay. Was ist jetzt zu? Hallo? Was ist dein Problem? Ja, vergiss, Alter. Verlassene Werkstatt. Noch etwas? Mein Freund, anscheinend waren die Sepho interessiert an Datomir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Das geht immer noch. Abkürzung freigeschaltet. Aha. Zurückwärts. Ja, ich glaube auch, ne? Wir ruhen uns mal aus. Scheiße. Kannst du auch nicht laufen? Ey, komm. Das ist doch einfach scheiße hier gerade. Ja, wow, jetzt bin ich auch wieder hier, wo ich auch nicht mehr weiterkomme. Hier endlich. Mein Gott, ey. Noch ein Stimp. Gehen wir, BD1. Da. Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD1? Komm an Bord. Wir reden drin. Oh, BD1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Weg, raus hier. Das ist BD1. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Motorgewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holocron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Druiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Bogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Nutze die Macht. Hm.
Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Obi-Wan. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holocron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Hör zu, bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Sind dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. Gut. Mit der nächsten Folge machen wir weiter, Leute. Und dann schauen wir mal, wo wir als erstes hingehen. Reisen wir ab? Sehr gut. Ich sitze nämlich nicht gern rum. Gut, Leute. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Ihr könnt entscheiden, wo wir hingehen. Ob nach Sepho oder nach Datumir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao.